Die Saison der Regionalliga West neigt sich dem Ende entgegen und rein rechnerisch gesehen steht der Aufstiegszug für Preußen Münster aktuell noch im eigenen Bahnhof. Realistischerweise ist der längst abgefahren, der BVB und Essen 11 bzw. 10 Punkte enteilt. Insofern geht's für die Gäste drum, einen versöhnlichen Saisonabschluss zu kreieren. Heute gegen die Fortuna und am kommenden Mittwoch beim Pokal-Halbfinale gegen den SC Verl, womit wir beim Thema wären. Denn die gestrigen Landespokal-Halbfinalspiele aus Hessen, Sachsen und vom Niederrhein unter anderem mit Wiesbaden, Chemnitz und dem MSV Duisburg gibt's ebenfalls bei uns auf der Plattform. Jetzt aber erstmal rein in diese Partie. Münster in Grün von rechts nach links mit der ersten Möglichkeit nach 14 Minuten. Dennis Fabian Bindemann mit dem 0:1 per Kopf, nachdem die Ecke Gerrit Wegkamp findet. Der leitet den weiter und das 18-jährige Küken bei den Preußen mit Saisontor Nummer 5. Düsseldorf am vergangenen Wochenende 2:1 gegen Gladbach verloren, schüttelte sich einmal kurz und kam dann 5 Zeigerumdrehungen später das erste Mal vor den Kasten. Das ist Siadis mit Hilfe des rechten Innenpfostens zum 1:1-Ausgleich. Georgios Siadis, der Debüttreffer des 21-Jährigen im 17. Anlauf für die Fortuna. Wackelt einmal kurz, bleibt dann allerdings standhaft gegen Marko Dedovic und bringt die Fortuna aufs Scoreboard. 60 Sekunden später die Preußen wieder am Zug, drängen auf den erneuten Führungstreffer, diesmal durch Gerrit Wegkamp. Und Montag macht ihm auf der Linie einen Strich durch die Rechnung. Die Gäste aus Münster weiterhin das aktivere, weiterhin das bessere Team. Wegkamp per Kopf und dann ist es wieder Bindemann. Und diesmal liegt der Ball im Netz. Doppelpack für den 18-Jährigen und es ist dieselbe Koproduktion wie schon vor dem 0:1. Wegkamp als Vorbereiter, Bindemann als Vollstrecker und die Preußen nach 24 Minuten wieder in Front. Trotzdem, den Schuh muss sich die Fortuna selber anziehen. Bindemann im Fünfer komplett blank gelassen. Und 10 Minuten später wieder im Mittelpunkt. Angriff über die rechte Seite und der rutscht durch zum 18-Jährigen und der mit dem lupenreinen Hattrick innerhalb von 24 Minuten. Was für ein Mittwochabend für Dennis Fabian Bindemann. Und natürlich kommt die Vorlage wieder von Gerrit Wegkamp. Der legt heute auf, Bindemann trifft und die Preußen marschieren. Und sie marschierten weiter in den ersten 45 Minuten. Immer noch nicht Halbzeit. Der lange Ball und dann kommt Tim Wiesner in die Aktion. Und es gibt den Pfiff und den Griff in Richtung Gesäßtasche von Felix Weller, der sagt, ich kann nicht anders, als dich vom Platz zu stellen. Nachspielzeit der ersten Hälfte, die Fortuna nur noch zu 10. Auch wenn Oliver Fink nochmal kommt und nachfragt. Es ist eine Entscheidung, die selbst mit dem Blick auf die Wiederholung nicht 100% aufzulösen ist. Super schwer aufzumachen, ob das Handspiel jetzt vor oder innerhalb des Strafraums ist. Weller bleibt bei seiner Entscheidung und die Fortuna 2 Tore hinten. Und die zweiten 45 Minuten nur noch zu 10. Sprung in den zweiten Durchgang und die Gastgeber trotz Unterzahl fürs erste Spiel bestimmt. Der lange Ball kommt an bei Tim Oberdorf, der über die rechte Seite mit dem Auge für den mitgelaufenen Siadis, 62. der Anschlusstreffer. Düsseldorf mit nur einem Sieg aus den letzten 8 Spielen zuletzt so ein bisschen in Stottern gekommen. Jetzt schnuppert man zumindest mal wieder am Ausgleich. Und nachdem Siadis in Durchgang 1 seinen Premierentreffer erzielt hat, legt er jetzt den zweiten nach. Durch die Hosenträger von Dedovic haucht er der Fortuna neues Leben ein. Und die wirken plötzlich wie wachgeküsst. 4 Minuten später, der lange Ball von Müller rutscht durch bis zu Vincent Schraub. Im 1 gegen 1 gegen Borgmann, dann gibt's das lange Bein und es gibt den Elfmeterpfiff für die Fortuna. Die nächste diskussionswürdige Entscheidung von Felix Weller, gelb obendrauf für Borgmann. Und wir blicken nochmal drauf. Man kann ihm zugutehalten, dass er den Ball spielt. Es ist allerdings auch viel Gegner mit dabei. Insofern geht der Pfiff in Ordnung. Und die Möglichkeit für den eingewechselten Enrique Lofolomo aus 11 Metern auf 3:3 zu stellen. Lofolomo gegen Dedovic und dann Siadis. Die Fortuna lässt die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich gleich doppelt liegen. Die Zeit tickte gegen die Gastgeber, denen mit fortlaufender Spieldauer auch so ein bisschen die Puste ausging. Münster durfte nochmal aufziehen, 87. Minute, Alexander Langlitz in der Mitte blank gelassen und sein Treffer zum 4:2. Gleichzeitig die Entscheidung. Traf auch schon beim 2:1 Hinspielerfolg der Münsteraner gegen die Fortuna und jetzt ist es der Schlusspunkt auf einem richtig ansehnlichen Mittwochabend, zumindest für den neutralen Zuschauer. Münster baut die eigene Wahnsinnsserie aus, ist nun seit 18 Spielen ungeschlagen und die Fortuna tritt so ein bisschen auf der Stelle. Die dritte Niederlage in Folge. Am kommenden Sonntag gibt's die Möglichkeit, gegen Rot-Weiß Oberhausen den Turnaround einzuläuten.